Ich denke, dass gerade für Frauen das Fernstudium eine große Möglichkeit ist. Erstens sind Frauen doch bis heute, auch wenn sich das sehr verbessert hat, öfter in der Gelegenheit, etwas nachholen zu müssen, was ihnen vorher verwehrt war oder sie sich selbst verstellt haben. Und dann gibt es natürlich Frauenlebensläufe, wenn sie Kinder haben und so weiter, wo eigentlich die Zeit da wäre, nicht? Man sagt immer so nett, der Babyurlaub bei den Vätern, dann schreiben die Intellektuellen immer gleich 1 bis 2 Bücher, ja? Und die Frauen versinken in den Windeln. Also die sollen dann auch anfangen, Bücher zu schreiben oder zu lesen oder die Fernuni zu nutzen. Ich finde es großartig, dass es sowas in Nordrhein-Westfalen gibt. Fernunihagen.de